König Eurystheus von Mykene war frustriert über seine Unfähigkeit, Herkules loszuwerden. Der Held häufte mit jeder Aufgabe, die er vollendete, mehr Ruhm an. Deshalb beschloss der König, Herkules zu einer entwürdigenden Aufgabe zu zwingen, die einem Sohn des Zeus unwürdig wäre. Der Held sollte an einem Tag den großen Stall des Königs Augeas in Elis reinigen. Der Stall war schon lange nicht mehr gereinigt worden und hatte Tonnen von Tiermist angesammelt. Eurystheus dachte, dass Herkules sich nicht nur wegen der Schwierigkeit der Aufgabe weigern würde, eine so niedere Arbeit auszuführen. Doch der Held beugte sich demütig dem Wunsch seines Königs und machte sich auf den Weg in das Reich des Augeas. Das Bedürfnis, von seinen Sünden gereinigt zu werden, war wichtiger als sein Stolz. Herkules trat vor König Augeas und bot ihm seine Dienste an, um die Stelle zu reinigen. Aber er teilte ihm nicht mit, dass er im Dienste des Königs Eurystheus stand. Der Sohn des Zeus verhandelte mit Augeas über die Bezahlung für diese Arbeit und sie einigten sich. Der König glaubte, dass es unmöglich sei, den Stall an nur einem Tag zu säubern. Also versprach er dem Helden, ein Zehntel seiner riesigen Herde zu übergeben. Sollte Herkules die Aufgabe nicht an einem Tag erledigen, würde er nichts bekommen. Der König rief seinen Sohn, um die Vereinbarung zu bezeugen. Herkules erhielt eine Schaufel, aber er legte sie beiseite und machte sich auf den Weg zum Fluss Alpheios. Mit ungeheurer Kraft warf Herkules große Steine in den Fluss und lenkte seinen Lauf in Richtung des Stalls von Augeas um. Das Wasser des Flusses drang durch die Stalltüren und spülte den ganzen Dreck weg. Dann ließ Herkules den Fluss wieder in seinen natürlichen Lauf zurückfließen. Als König Augeas sah, dass die Ställe sauber waren und Herkules sich nicht einmal die Hände beschmutzt hatte, war er erstaunt. Als Herkules seinen Lohn abholen wollte, behauptete der König, er habe nie eine solche Vereinbarung getroffen. Aber Phineus, sein eigener Sohn, sagte, dass er Zeuge der Abmachung gewesen sei. Erzürnt über diesen Verrat wies der König Herkules und seinen Sohn aus. Aber Herkules ließ sich nicht so leicht demütigen. Er versammelte ein Heer von Thebenern und entthronte König Augeas, indem er den ehrenwerten Prinzen Phineus auf den Platz seines Vaters setzte. Ein weiteres seiner Werke war nun vollbracht.